Liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt im Sharjah Museum für islamische Zivilisation. Ja, Islam ist ja das große Thema, auch in Berlin bei uns, aber ich habe mir gesagt, schau es dir mal an und such dir jemand, der dort dir viel, viel darüber erzählen kann. Und das habe ich gefunden. Das heißt, wir haben die Direktorin dieses Museums gefunden, und zwar Frau Dr. Ulrike Kamis. Frau Kamis, Sie sind seit August 2007 hier. Sie leiten das Museum, Sie führen das Museum. Islam ist ja für Sie das große Thema. Und Sie haben ja auch demnächst noch eine Ausstellung hier, aber da sprechen wir ein bisschen später drüber. Wie sehen Sie den Islamismus hier in Sharjah? Wir haben hier eine ganz andere Perspektive und auch eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis der Realitäten in der Region, denn wir leben natürlich hier alle miteinander. Und ich muss sagen, dass traurigerweise in den Medien die ganze Welt hier so verzerrt dargestellt wird, dass sie kaum noch etwas mit der sehr komplexen, aber auch sehr konstruktiven, kreativen und positiven Atmosphäre zu tun hat, die die Menschen hier trotz allem an den Tag legen. Also ich gehe auch davon aus, dass, sagen wir mal, viele Ihrer Besucher aus vielen Nationalitäten kommen. Es werden ja nicht nur Bürger hier aus Sharjah sein, sondern die ganze Welt besucht ja dieses, weil ja jeder sehen möchte, und es ist auch sehr spannend. Wenn Sie die Entwicklung, sagen wir mal, in der weiteren Welt so beachten, auch in Berlin jetzt mit den ganzen ISIS und alles was, das können Sie, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, warum man einfach aufeinander losgehen muss, wenn es auch anders geht. Ja, also ich meine, hier das Leben in den letzten 7 Jahren, was ich eben hier in Sharjah gelebt habe, zeigt mir immer wieder, wie gastfreundlich, wie harmonisch die Leute hier aufeinander zugehen und wie warm auch die menschlichen Beziehungen sein können. Es kommt natürlich auch auf beide Seiten an, aber generell würde ich einmal sagen, dass Menschen in dieser Region genau dieselben Aspirationen und Hoffnungen und Sorgen für die Zukunft haben, wie wir zu Hause auch. Und ich glaube, dass diese menschlichen Aspekte und die positiven mitmenschlichen Aspekte, die diese Region kennzeichnen und auch das Leben dieser Menschen in anderen Gegenden der Welt kennzeichnet, überhaupt im Moment nicht zum Ausdruck kommt. Und das ist eine große Katastrophe und tut der Mehrheit der Muslime in der Welt eigentlich sehr großes Unrecht. Wenn ich aber jetzt die Gegenseite dafür tun Sie aber was, dass man sich wieder verständigt durch dieses Museum hier. Das heißt also, dass jeder herkommt und überhaupt erstmal sieht, was passiert eigentlich, und man kann es einfach nachvollziehen. Kommen wir einfach nochmal zu dem Museum. Als Sie 2007 hierher gekommen sind, mit welchen Erwartungen sind Sie hergekommen oder was haben Sie vorgefunden? Ich bin hierher gekommen, um aktiv der Völkerverständigung einen Dienst zu leisten. Ich war vorher Kuratorin am Nationalmuseum Schottlands in Edinburgh und hatte irgendwie ganz besonders auch im nach September 11 irgendwie ich hatte eine Krise, eine Identitätskrise, denn ich sah eben, wie sich die Fronten verhärteten und wie eigentlich der interkulturelle Dialog, an dem wir so lange gearbeitet hatten, plötzlich ganz wieder in den Hintergrund trat. Und ich war furchtbar deprimiert, denn ich bin auch mit einem Iraker verheiratet, und insofern sind diese ganzen Entwicklungen auch für mich sehr persönlich betreffend und sehr persönlich. Und ich war so verzweifelt, dass ich damals zu meinem Doktorvater, also ehemaligen Doktorvater, gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwo hingehen könnte und nur das Blut vom Fußboden wischen könnte, dann würde ich sofort gehen. Ich hatte also eine tatsächliche berufliche und persönliche Krise. Und dann wurde mir dieser Job hier angeboten in Sharjah. Daher meine Spezialität, ich bin ja in islamischer Kunst und Kultur spezialisiert. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, hier gibt es plötzlich eine Möglichkeit, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen der Völkerverständigung zuträglich zu sein. Und natürlich
Das fängt schon bei meiner Person an, denn ich bin hier als Deutsche, also als westliche, nicht muslimische Frau, Direktorin eines islamischen Museums. Also bin ich in dieser Hinsicht schon ein Botschafter ganz vieler, sagen wir mal, Punkte. Darüber hinaus kann ich natürlich durch meine Arbeit mit den emiratischen Kollegen hier auch unseren Besuchern, und zwar sowohl von der Region als auch aus der ganzen Welt, zeigen, wie wunderbar, harmonisch, tolerant und mitmenschlich der Umgang wirklich sein kann. Und ich kann ehrlich sagen, dass in diesen Jahren, die ich hier gelebt habe, die Besucher, die aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind, nicht ein einziges Mal unser Museum und auch tatsächlich Sharjah verlassen haben, ohne menschlich positiv berührt gewesen zu sein. Frau Dr. Kamis, Sie haben ja im Anfang des Jahres eine tolle Ausstellung hier gehabt, und zwar der Vatikan in einem islamischen Museum gibt es ja an für sich gar nicht. Das war doch schon eine Sensation, oder? Ja, natürlich, das war das erste Mal in der Geschichte sowohl Europas als auch der islamischen Welt. Und zwar war das eine Zusammenarbeit, die auch wieder vom Herrscher Sharjahs eigentlich ermutigt wurde und bei der wir tatsächlich Hand in Hand mit den Kollegen vom Ethnologischen Museum in Rom im Vatikan zusammengearbeitet haben. Und der Titel dieser Ausstellung hieß, damit ihr euch kennenlernen sollt, das war ein indirektes Zitat aus dem Koran, wo Gott sagt, ich habe euch als Völker und Stämme kreiert, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und diese Ausstellung ist erstaunlich gut angekommen, auch hier bei uns. Die Leute haben sich echt gefreut und es waren ja auch Kunstwerke aus den kulturellen Regionen der islamischen Welt und islamischer Völker von Afrika bis China. Und es hat viel Erstaunen erregt und bei der Eröffnung kam es dann auch zu wirklich freundschaftlichen Austauschen zwischen den Repräsentanten sowohl Sharjahs als auch des Vatikans. Also es war eine erstaunliche Erfahrung, die auch viel Freundschaft wirklich wieder begründet hat. Besucher hatten Sie denn während der Ausstellung? Wissen Sie es ungefähr oder haben Sie gesagt, nein, jeder kann kommen und kann es sich anschauen? Ja, ich meine, unser Museum ist ja jedem offen und wir sind eigentlich sehr stolz auf die Tatsache, dass die meisten unserer ständigen Besucher tatsächlich Lokalbesucher sind. Und das heißt natürlich nicht nur Emiratis, sondern auch viele asiatische Familien, Pakistanis, Afghanen, Bengalis und dann natürlich auch Touristen aus dem Umfeld, also zum Beispiel Saudi-Arabien, ganz besonders, aber auch Oman, Kuwait, Katar und so weiter. Wie ist denn der Besucherstrom aus Europa oder sagen wir mal aus den nordischen Ländern, Deutschland, Österreich? Wir bekommen regelmäßig in der Saison, Sie wissen ja, dass das bei uns aufgrund des Wetters etwas beschränkt ist, aber während unserer Hauptsaison zwischen, sagen wir mal, Oktober bis Mai, bekommen wir regelmäßig Touristen aus Europa, ganz viele aus Deutschland, Russland, Frankreich und auch anderen europäischen Ländern und auch immer mehr aus Ostasien. Also wir hatten dieses Jahr 15.000 chinesische Besucher hier im Museum und das war eben auch wieder ein sehr interessantes interkulturelles Erlebnis. Aber dann konnten ja die Chinesen endlich mal Auto fahren, weil er viel im Urlaub war. Nein, das war jetzt ein Spaß. Aber Sie bereiten ja auch schon eine nächste Ausstellung vor. Ich weiß, ein Kollege aus Berlin, mit dem wir auch gleich noch sprechen werden, ist da. Können Sie uns schon ein bisschen Geheimnis verraten, was hier alles zu sehen gibt? Auf jeden Fall. Sie wissen vielleicht, dass Sharjah dieses Jahr die Hauptstadt der islamischen Kultur ist. Und im Rahmen der Feierlichkeiten für diese Ehre sozusagen, haben wir aus Berlin eine Ausstellung über die ersten Hauptstädte der islamischen Kunst, das heißt also über umayyadisches Damaskus und abbasidisches Bagdad. Und diese Ausstellung von archäologischen Fundstücken hauptsächlich, aber auch Kunstwerken, kommt aus dem Museum für islamische Kunst im Pergamonmuseum in Berlin. So, dann würde ich doch sagen, jetzt sind wir mal ganz geheimnisvoll und gehen mal in die Ausstellung, auch wenn sie noch nicht eröffnet ist, und sprechen mit dem Mann, der das alles von Berlin hierher gebracht hat und jetzt langsam aufbaut. Und vielleicht sehen wir schon ein, zwei Exponate.
dann sind wir die Ersten, die es dürfen. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich für die vielen Informationen und ja, wir werden es natürlich weiter verbreiten und ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, auch meinem Kollegen gegenüber, wir haben uns sehr wohl gefühlt bei Ihnen hier und es ist schön und es ist hochspannend und ich kann nur jedem Besucher empfehlen, falls Sie nach Sharjah kommen, sollten Sie dieses Museum auf jeden Fall besuchen. Fahren Sie nicht vorbei. Es liegt auch genau wunderbar an einer wunderschönen Promenade. Sie können spazieren gehen, aber zuerst ins Museum und dann spazieren gehen. Vielen Dank nochmal und toi toi toi, weiter so. Vielen Dank, Ahlan wa sahlan. Herzlich willkommen.